Ich denke, dass unser System Demokratie sonst einfach überhaupt nicht funktioniert. Das ist das Prinzip, wenn niemand wählen geht und einfach sagt, ich bin Politik müde und ich gehe nicht wählen, dann hat er quasi schon die Demokratie begraben. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wahlen, freie Wahlen in unserem Land sind der Grundstein eigentlich unserer liberalen Demokratie. Und gäbe es keine Wahlen mehr, hätte die Demokratie auch keine Chance zu bestehen. Ich finde es ziemlich wichtig, wählen zu gehen, da man also einmal um seine Meinung natürlich zu äußern, um aber auch eben gegen Parteien, die nicht gerade, die schon auf der Grenze zur Verfassungswidrigkeit sind, auch gegenzuarbeiten und gerade jetzt im Thema Flüchtlingspolitik und der Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gestiegen ist, ist es ganz wichtig, da zu wählen. Weil jede Nichtwählerstimme ist eigentlich ein Gewinn für diese Parteien wie AfD oder NPD. Ich rate auch jeden Jugendlichen, immer dafür wählen zu gehen, nicht nur ältere Leute. Wir wollen ja auch, dass andere Parteien niemals nach oben kommen und nicht nur immer, dass eine Partei jedes Mal an der Macht quasi dann bleibt. Und ich finde, das machen zu wenig Leute, weil die denken, dass ihre Meinung sowieso nichts bringt bei der ganzen Menge, aber es gehen halt nur wenige wählen, deswegen würde das mehr bringen, wenn das mehr machen. Also ich denke, Wahlen sind eigentlich ein ziemlich guter Weg, um halt die Meinung des Volkes dann auch wirklich in die Politik einfließen zu lassen. Ich meine, es gibt ja auch als Alternative jetzt die direkte Demokratie, aber da meine ich, ist halt auch diese Gefahr für Missbrauch halt durch Manipulation einfach viel zu groß und ich sehe also bisher auch keine wesentlich bessere Lösung. Also ich finde, Wahlen sind für uns persönlich jetzt ein sehr wichtiges Thema. Ja, ich finde Wahlen auch wichtig, weil die geben uns halt so ein bisschen die Möglichkeit mitzuentscheiden und so unsere Meinung mit kundzugeben, auch wenn wir jetzt noch nicht wählen dürfen. Aber das ist ja, sind ja jetzt noch 2 Jahre und dann können wir uns auch ein bisschen mit einbringen. Ja, ich bin dafür, dass man wählen gehen sollte, damit man sich für das deutsche politische System halt sich einsetzt und halt man für das Deutschland was macht, dass die Wahl nicht verloren geht und man seine Meinung halt so äußert. Ja, das Grundprinzip von der Demokratie sollte man auf jeden Fall wählen gehen. Wir sind eine demokratische Gemeinschaft hier. Wir wollen ein gemeinsames Zusammenleben haben. Dementsprechend gibt es bestimmte Regeln. Da muss halt geguckt werden, wer möchte was. Und die Mehrheit sollte dann so demokratisch wie möglich geregelt sein. Also ich glaube, Wahlen sind eigentlich essentiell für jedes demokratische System und jeder Rechtsstaat braucht Wahlen. Aber es ist vor allem wichtig, dass man die Wahlen auch im Interesse von jungen Menschen gestaltet, sie dafür motiviert. Und das ist auch ein Anliegen, das ich in der Politik meistens vermisse. Wir leben in einer Demokratie und eine Demokratie identifiziert sich halt damit, dass jeder ein Wahlrecht hat. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig. Ich finde, jeder Mensch in unserem Land hat eben eine eigene Stimme und ich finde, die sollte auch gehört werden. Ich verspreche mir von Wahlen, dass es Deutschland und Nordrhein-Westfalen besser macht. Im sozialen Bereich, dass die Kitas und die Schulen besser werden, vor allem von Lehrkräften her. Mehr Chancen für Schüler, dass die einen besseren Abschluss kriegen, das ist mir sehr wichtig. Sie haben alle dasselbe Ziel, einen guten Staat irgendwie zu erschaffen und gute Politik zu machen. Und warum streitet man sich dann so extremst bei irgendwelchen Debatten oder so? Es geht halt darum, ein gutes Land zu führen. Und ich erwarte von der Politik irgendwie ein bisschen mehr dieses Ziel eher im Fokus zu haben und nicht die eigene Partei. Was mir sehr wichtig ist, ist die Bildungspolitik. Dass da vor allem Chancengleichheit ist und dann die Flüchtlingspolitik natürlich. Ich erwarte von der Politik persönlich einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Elektromobilität. Ich habe gute Beispiele aus Holland gesehen, aus Amsterdam. Da läuft das viel, viel besser als in Deutschland. Da ist Deutschland noch auf den Stand der 70er Jahre. Da müsste Deutschland oder auch allgemein NRW mal auf den Stand 2017 kommen. Also in letzter Zeit ist mir eigentlich verstärkt soziale Gerechtigkeit wichtig, dass jeder dieselben Chancen hat. Und ich habe auch immer das Gefühl, jetzt auch in der Region, wo ich herkomme, da wohnen auch sehr viele Migranten und die haben meistens nicht dieselben Chancen wie andere Schüler, die vielleicht einen anderen ethnischen Hintergrund haben. Politik soll eben für jeden zugänglich sein, ob jetzt alt oder jung oder ob man in einer anderen Sozialschicht eben lebt. Es ist einfach wichtig, dass nicht die Parteien einfach nur reden, sondern einfach auch tun. Themen, die mir wichtig sind natürlich Bildung, weil uns das aktuell ziemlich betrifft, Zukunft,
Also in was wird investiert, wie entwickelt sich unser Staat in der Welt, in der Zeit von Globalisierung weiter. Auch ganz viel Migrationspolitik finde ich auch irgendwie ziemlich wichtig und auch irgendwie Gerechtigkeit. Zum Beispiel, wie kann man Gerechtigkeit erzeugen, wie Katharina gerade gesagt hat, vor allen Dingen auch finanzielle Gerechtigkeit. Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben natürlich auf der einen Seite Menschen, die sagen, ja, Enteignung von Reichen etc. Dann ist nur die Frage, ist das gerecht, ist das gerechtfertigt? Und das ist Steuerpolitik ist eine ganz wichtige Frage für mich im Endeffekt. Also ich würde generell sagen, Politik muss sich mit den Interessen der Menschen in dem Sinne auseinandersetzen, dass sie sich auch alle wiederfinden können im politischen System. Und das habe ich eben vermisst in der letzten Zeit, denn ich finde, junge Menschen werden meist nicht für voll genommen und das stört mich auch eigentlich sehr stark. Ich fühle mich zum Teil vertreten und zum Teil eben auch nicht. In unserem Parlament sind viele alte Politiker, die nicht gerade meine neue und junge Meinung vertreten und ich finde einfach, es ist Zeit für einen Wandel.